Guten Morgen, ihr Lieben. Freitagmorgen, ja, so, wir haben heute einiges zu besprechen. Die Überschrift wird euch vielleicht im ersten Moment, oh Hilfe. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Ganz so schlimm ist es nicht. Also, ich erzähle euch das gleich. So. Und ich habe hier heute ja die Wollvorstellung mit einige gefärbte Wolle. Stränge, die noch nicht gewickelt sind, weil sie noch etwas angefeuchtet sind, die ich euch schon mal zeigen möchte. Ich habe ein neues Baumwollgarn bekommen. Endlich ist die Linello noch da. Und jetzt fällt mir auf, dass ich von der Linello das Heft vergessen habe. Da werde ich dann gleich noch mal aufstehen und werde das noch mal holen. Ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen und ich habe ein Schal und ein Tuch hier liegen, was sich Zuschauer gewünscht haben, dass ich das einmal zeige. Das werde ich jetzt tun. War sonst noch irgendetwas? Natürlich Adele ist ganz klar. Und heute werde ich euch auf Wunsch der Zuschauer, also einer Zuschauerin, oder waren es zwei, ich weiß nicht, euch erzählen, wie ich zum Stricken gekommen bin, zu diesem Laden gekommen bin. Und ja, das wird heute etwas, ja. Naja, und dann erzähle ich euch natürlich, warum dieses jetzt erst einmal, also mein Gott, das ist nicht lange, aber das letzte Video ist. Ich kann da auch gleich mit anfangen, zu Anfang es euch gleich sagen, warum das so ist. Ich habe für mich beschlossen, dass ich heute das erstmal letzte Video mache für eine kurze Zeit. Ich werde mir einfach mal eine Auszeit nehmen und zwar werde ich erst nach Ostern wieder aufnehmen. Das hat auch seinen Grund. Ja, also es geht mir gut, ich bin nicht krank. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist einfach nur das Drumherum. Es geht mir alles an die Nerven. Ich bin zwar immer ein optimistischer Mensch und ich bin immer lustig und ich bin auch immer fröhlich. Nichtsdestotrotz nehme ich mir manches auch sehr zu Herzen. Und ihr wisst ja um meine Neurodermitis. Und ich merke seit einiger Zeit, also seit so circa einer Woche, dass meine Spritze nicht ganz so wirkt, wie sie normalerweise wirkt. Und ich schiebe das darauf, dass ich mir einfach zu viel Gedanken, zu viel Sorgen und zu viel Wut in meinem Inneren habe. Ja? Ich mache mir keinen Sorgen um mein Geschäft. Also das mache ich mir weniger. Wir konnten ja jetzt den März überarbeiten mit Click and Meet. Das fand ich toll und das wurde super angenommen hier. Ihr als meine Zuschauer seid mir so treu mit euren Einkäufen bei mir in meinem, bei meinen Wollvorstellungen, dass ich es wirklich und tatsächlich schaffe, diese lange Zeit, die wir jetzt im Lockdown sind, also es geht jetzt in den sechsten Monat, dass ich das ohne großen Schaden überstanden habe. Ich habe zwar kein Geld verdient, aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich meine Kosten bis jetzt tragen konnte. Gott sei Dank. Das ist auch, das kommt auch von euch, dass ihr mich so unterstützt habt. Und da muss ich mich wirklich auch noch mal ganz herzlich drüber bedanken. Das habe ich ja schon öfters gemacht, dass ich mich bedanke, dass ich wirklich durch eure Unterstützung, also da eine Sache jetzt mir nicht so dermaßen auf der Seele liegt. Aber alles andere drumherum. Ich kann. Man kommt ja von den Nachrichten und von diesen ganzen, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich mich da gar nicht so mit beschäftige, das funktioniert irgendwie nicht.
Du machst den Fernseher an, du machst das Radio an, also es ist immer, du machst dein Handy an und du guckst mal, du musst mal eine Werbung bei Facebook machen oder bei Instagram und schon siehst du, oder du machst mal einen TikTok, weil du dich mal ein bisschen lachen möchtest und schon kommt wieder irgendetwas. Und was mich an der ganzen Seite, an der ganzen Sache halt, ja, es sind halt es ist halt das Ganze drumherum. Mal hü, mal hott, den Laden, letzte Woche den Laden aufmachen dürfen für 2 Stunden. Da hatte das Gericht ja gesagt, so, also Öffnung, dann 2 Stunden später wieder zumachen. So, wieder Click and Meet. Okay. Die Rache war dann natürlich gleich. Ab Montag gibt es dann kein Click and Meet mehr, sondern nur noch Click and Collect. Ja, natürlich dürfen Friseure weiterarbeiten. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der mich dann nicht. Also, ich gönne jedem, dass er sein Geld verdient. Das ist doch wohl ganz klar, ne? Und dass er seinen Beruf ausüben kann. Das will ich damit auch nicht sagen. Also, dann halt dieses, wenn ich schon immer höre, testen, 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 testen. Nein, impfen, 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 impfen. Und zwar mit den richtigen Impfstoffen. Heute Morgen habe ich in den Nachrichten leider gehört, dass es hier im Kreis Herford durch AstraZeneca-Impfung einen Todesfall einer 32-jährigen jungen Frau gegeben hat durch Hirnbluten. Und ja, also selbst ich kenne keine Ahnung, aber selbst das hat mich heute Morgen völlig runtergezogen. Nicht, dass diese ganze Situation jeden Menschen von uns belastet. Dann kommen solche Sachen dazu, unnötige Sachen, die nicht sein müssten. Und Unsicherheit. Und ich glaube, das ist das, was einen am meisten so zurückwirft, diese Unsicherheit, diese immense Angst. Ich war ja jetzt in Münster. Ich darf mich impfen lassen, aber ich werde also nur mit BioNTech/Pfizer, weil, wie ihr wisst, das kann ich ja ruhig sagen, ihr wisst es ja auch, letztes Jahr im Mai hatte ich einen kleinen Schlaganfall und für mich kommt AstraZeneca nicht in Frage. Eigentlich ist mir eine große Last davon vom Herzen gefallen, weil ich richtig Angst habe vor diesem. Also nicht irgendwie so, dass man jetzt sagt, ach, nein, ich habe da wirklich richtige Angst vor. Und bin eigentlich froh, dass es für mich nicht in Frage kommt. Nichtsdestotrotz möchte ich mich trotzdem impfen lassen, weil egal diese ganze Situation drumherum, die Unfähigkeit, in der wir leben. Ich möchte jetzt nicht, ne, ihr wisst genau, wen ich meine. Also das kann nicht sein, dass eine Krankheit, die so massiv, ja, wie soll ich das sagen? Also das darf man jetzt nicht nach hinten stellen. Das möchte ich damit auch gar nicht. Aber es reicht mir so langsam. Also ich finde vernünftigen Weg mal zu finden nach über einem Jahr. Also wir haben jetzt ein Jahr und ja, im April sind es 4 Monate. Ja, was willst du dazu sagen? Also auf jeden Fall genau diese ganze Situation ist es, dass ich für mich gesagt habe, ich möchte meine Ruhe. Ich möchte gerne für einige Zeit einfach meine Ruhe haben. Ich möchte mich. Ab Montag gibt es ja nur wieder Click und Collect. Das wurde auch angenommen hier, aber halt nicht so wie das Click and Meet. Und ich habe mir gesagt, ich nehme mir jetzt die Zeit bis nach Ostern. Das nächste Video wird es erst nach Ostern geben, weil ich möchte gerne ganz in Ruhe mich wirklich nur auf Dinge konzentrieren, die mir richtig Freude machen. Ich werde an Adele weiterschreiben, was ich also jetzt gestern, vorgestern, mittwochs, mache ich das ja meistens, einfach nicht die Konzentration für habe.
Und auch das Stricken jetzt zum Beispiel. Ich habe gestern Abend, ich war zu Hause und ich habe nichts gestrickt. Ich habe gestern hier gesessen, habe mit der Tula ferngeguckt, keine Masche gestrickt, obwohl ich die Zeit dafür gehabt hätte. Aber ich bin so. Und ich möchte gerne wieder so ganz zur Ruhe kommen. Mir keine Gedanken machen müssen, oh, jetzt musst du, wie weit, was machst du jetzt am Dienstag mit dem Strickpodcast? Was machst du dann am Gründonnerstag mit der Wollvorstellung? Da musst du ja Gründonnerstag, weil Freitag ist ja ein Feiertag, dann machst du Adele schon mit dabei. Nein, ich werde jetzt heute diese Sendung machen für euch. Und werde euch dann auch noch ein schönes Osterfest wünschen. Aber ich werde, wie gesagt, erst nach Ostern wieder aufnehmen. Das sind 10 Tage. Das sind 2 Videos oder 3 Videos, die nicht erscheinen werden. Aber manch anderer macht seine Videos nur einmal im Monat oder alle 3 Monate. Das halte ich ja gar nicht aus. Ne? Ich habe immer so viel zu erzählen oder so viel zu zeigen und dann auch mit meinen Färbungen. Und ich verdiene ja auch, wie gesagt, mein Geld mit diesen Video-Wollvorstellungen mit euch. Deswegen wird das auch beibehalten. Aber das vorerst letzte Video, wie es in der Überschrift liest, ist das hier jetzt für die nächsten 10 Tage. Ne? Also den Dienstag nach Ostern gibt es den ersten Strick-Podcast wieder. Jo. Gut, so. Ja, jetzt habe ich mal so 12 Minuten vorher erst mal ein bisschen was erzählt. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Also ich, wie gesagt, ne? Es ist manchmal, ich will einfach mal in Ruhe den Tag genießen, mich morgens nach dem Frühstück hinsetzen und vielleicht den ganzen Vormittag an Adele schreiben, mir meine Gedanken darüber machen und da Freude dran haben und nicht, du musst, du musst, du musst jetzt. Das habe ich keinen Bock drauf. Im Moment nicht. Nein, es geht nicht. Und ich hoffe und bete, dass wir wirklich nach Ostern endlich mal eine Perspektive haben, dass wir hier alle wieder öffnen können, weil das ist, wie gesagt, für mich unsinnig, dass ich, wo ich jetzt in 14 Tagen oder 3 Wochen waren Click and Meet, ich habe immer eine Person auf einen Termin gelegt und wenn dann mal zwischendurch jemand kam und es waren 2 Personen hier in einem 100 Quadratmeter Laden, Leute, ernsthaft, ne, muss ich da noch was zu sagen? Ich glaube, ihr denkt alle gleich wie ich, ne? Naja, es ist egal. Wir wollen da jetzt mit aufhören. Wir wollen uns jetzt Wolle angucken. Es war schon wieder 13 Minuten. Das war schon wieder viel zu viel Gelaber. Dass wir überhaupt darüber reden müssen, ist sowieso schlimm genug. So, jetzt machen wir, aber es sollte ja eigentlich nur dafür da sein, dass ihr das versteht, warum ich jetzt dies mache. Ne? So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Womit fange ich denn an? Ich habe noch ein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Von der lieben Gisela. Und da habe ich mich so drüber gefreut. Echt. Die Kekse sind schon aufgemacht, ne? Gisela, das ist schon, ne? Gestern Nachmittag schon bei der Tasse Tee, ne? Da war das schon erledigt. Die kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Also Kekse hat sie mir damit beigetan. So. Und eine ganz tolle Geburtstagskarte. Und guckt mal hier, Blumensamen für meine Fensterbank in meinem neuen Zimmer. Und ein ganz tolle, das lese ich euch natürlich nicht vor, das ist jetzt etwas privat für mich, eine ganz tolle Karte und gefilzt. Tal, guck mal, das ist eine kleine Maus in einem Blütenblatt. Ein kleines Mäuschen könnte das richtig sehen. Oh, ich finde die so entzückend, eine gefilzte kleine Maus. Die fuhr bei mir ins Regal, ne? In meinem Strickzimmer. Das ist auch so eine Sache, ne? Glaubst du denn, du kriegst noch ein Regal bei Ikea? Mein Mann hatte sich ja einen Termin geholt. Ist zu Ikea gefahren, hat mein Bett geholt. Ich wollte ja so ein Kojenbett haben.
mit Boxspringen, Matratzen und so. Und ja, und dann habe ich gesagt, du, dann bring mir doch mal gerade so ein großes Regal mit, damit ich auch alles schöne. So hatten wir uns das gedacht. Ja, nein, das kriegst du nicht mehr, in ganz Deutschland nicht mehr. Er hat gesagt, ich war bis Hannover. Kriegst du nicht mehr, ist nicht. Jetzt muss ich hier, muss ich mir erstmal was anderes einfallen lassen. Aber das ist ne Minnie Maus. Ja, wie süß. Also, ne, habe ich noch ein liebes Geburtstagsgeschenk bekommen. Ja, so, wollen wir mal anfangen mit der Wollvorstellung, denn dann wird das nämlich sonst heute 2 Stunden, wenn wir noch weiterhin über allen möglichen Kram labern. Tun wir ja am Freitag sowieso immer, ne? Ja, so, ich habe ein wenig gefärbt. Namen für diese Stränge haben wir noch nicht. Die sind einfach auch noch nicht gewickelt, weil die, wie gesagt, die sind noch ein bisschen feucht. Da habe ich jetzt 4 Stück von. Es ist ein bisschen rot-pink-lastig, das Ganze. Guckt. Es ist immer noch die Sockengarnbasis, wie bei allen anderen auch. 80 Merino 20 Pony, 425 Meter Lauflänge. Also, ne? Hier haben wir 4 Stück. Wie nenne ich das denn? Also, das Mondfeld sieht anders aus. Also, das ist ja durchgefärbt. Ne? Da ist ja kein Weiß drin. Ja, ich kann es euch echt nicht sagen. Wir machen mal die Stränge Nummer 1. Es sind halt die, die noch nicht durchgefärbt sind, ne? Die noch nicht gerollt sind, gewickelt. So, dann habe ich das Ganze. Ich ziehe das mal hier ein bisschen hin, weil ich habe die, weil wegen der Feuchtigkeit habe ich die hier über den Stuhl, über die Stuhllehne. Und zwar das hier ist ein bisschen pinklastiger. Das andere war rotlastig. Und die riechen nach Lenoir. Und dann hat mich eine Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass ich immer sage, Weichspüler. Ja, aber ihr dürft natürlich keinen Weichspüler verwenden. Ich habe davon Weichspüler, ich meine natürlich Wollwaschmittel, ne? Da kann natürlich kein Weichspüler in die Wolle. Oh Gott, echt, ey. Bah. Ja, ne? Das bin ich dann wieder. Sorry, bitte. So, das hier ist die, das sind die Stränge Nummer 2. Da sind auch 4 Stück von dabei. Also, zu dem Mohnfeld muss ich noch was sagen. Ich habe jetzt hier die restlichen Mohnfeld, habe ich jetzt verpackt. Die werden jetzt verschickt. Ihr müsst daran denken, bei einer rotlastigen Farbe und auch bei einer blaulastigen Farbe kann es passieren, dass die Wolle noch ausblutet. Deshalb bitte nicht mit anderen Sachen waschen. Und und nach dem Stricken schön durchwaschen oder vielleicht vorher den Strang noch mal. Aber also wenn bei uns hier die Stränge, die sind, das Wasser ist klar. Da achte ich immer drauf. Aber es kann passieren, dass halt diese Stränge tatsächlich noch ausbluten. Vor allen Dingen bei einem dunklen Blau und einem richtig kräftigen Rot passiert das schon mal. Warum auch immer. So, das hier sind Tulas Osterfarben. Also das kann ich ja schon mal sagen. Das ist eine ganz neue Färbung von Tula. Das sind Tulas Osterfarben. Und die sind richtig, die hat sie gestern Nachmittag noch, die sind noch richtig feucht. Deswegen sieht das auch noch nicht so bauschig aus, ne? Das ist Tulas Osterfarben. Da haben wir nun schon einen Namen für, ne? Tulas Osterfarben, auch 4 Strang erstmal, weil wir wissen ja nicht. Also von Tulas Farben haben wir uns jetzt entschlossen, könnt ihr immer nachbestellen. Von meinen nicht. Das kann ich euch auch sagen, warum das so ist, weil die Tula hat da Spaß dran.
immer das Gleiche. Das ist ihr egal. Sie findet das ganz toll. Natürlich freut sie sich darüber, dass die Stränge so gut angenommen worden sind. Ihren Zitronenhain zum Beispiel oder auch der Malerpinsel. Ich bin diejenige, ich bin da wieder ein anderer Typ. Ich brauche öfter mal neue Ideen. Sonst langweilt. Das ist genau wie beim Stricken, ne? Sonst langweilt es mich einfach. Und deswegen die Stränge, da sage ich dann auch immer Tulas Färbung, also Tulas Osterfarben. Die gibt es, wenn ihr sie haben wollt, auch wieder zu bestellen. Alle anderen nicht. Das sind Unikate und da soll es auch bei bleiben. So haben wir uns dazu entschlossen. So hat jeder seinen Spaß daran. So. Dann habe ich noch zwei Stück von diesem Experiment, Tulas Experiment von letztem Mal. Da gibt es auch nur noch zwei von. Ne? Die werden auch nicht wieder, die kriegt man nicht wieder so hin. Also bei manchen Sachen funktioniert das nicht. Also diese beiden haben wir also auch noch. Das sind jetzt die Sets. Das Set Nummer 1, Basis 80-20, 425 Meter. So, jeder Strang von dem kostet 16,50 €. Und hier haben wir das Ganze nochmal mit Pink. Rosa Pink. So ist der Vergleich, ne? So, das Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Das waren die letzten. Nee, wir haben hier noch einen einzelnen. Wir haben noch einen einzelnen von Adeles Farben, sehe ich gerade. Ja. Das ist auch schön. Also wirklich, ne? Also da haben wir noch einen einzigen von. Auch noch zu 16,50 €. So, jetzt haben wir aber noch Merino Garne. Und zwar im Set. Merino im Set. Und zwar kostet da jeder Strang 18,50 von. Ist 100% Merino. Ja? Das sind unsere letzten, bevor wir mit der neuen Merino-Serie anfangen. Deswegen 18,50 €, sonst kosten die nämlich 22 €. So, 18,50 € jetzt für das Set Nummer 1. 425 Meter auf 100 Gramm. Das sind die Sets Nummer 1. Nummer 2. Und zwar extra ein helles und ein dunkles als Set, weil sich das toll faden lässt. Oder mal hier ist es auch ein bisschen dunkler, kommt da ja auch noch mit durch, ne? Zum Beispiel zum Einfäden oder halt ein zweifarbiges Tuch zu machen. Das ist das Set Nummer 2. Dann haben wir das Set Nummer 3. Das ist verkehrt. Ich bin heute, ne? Also dieses hier ist das Set Nummer 3. Das ist ein ganz blasses Rosa. Ich weiß nicht, ob man das mit Vanille. Also ganz, ganz blasses Rosa mit Vanille. Das kann man gar nicht richtig erkennen hier. Aber es ist ein schönes, leichtes Rosé. Und mit einem schönen Vanille drin. Also ihr könnt das gar nicht so, weiß ich nicht, ob man das so genau sehen kann. Also das ist ziemlich pastellig. Set Nummer 3. Und hier hatten wir ja auch bei dem Sockengarn 16,50 hatten wir Set 1 und 2. Und hier habe ich das Set 3 vergessen. Es ist auch wieder 16,50, ne? Pro Strang. Das ist das Himmelblau in verschiedenen Blautönen und so ein bisschen, so, es geht so ein bisschen so in dieses hellere Grün.
grün Vanille rein. Also, ja. Also da haben wir. Ja, das ist also Set Nummer 3 von der Sockenqualität. So, ja, dann habe ich noch Einzelstränge. Einzelstränge im Merino 100, also auch 18,50 pro Strang. Da haben wir dieses Rosane. Das ist wieder so ein Einstrang-Ding, wo man sich ein tolles Tuch, was nur ein Strang gebraucht, machen kann. Oder man hat im Stash noch was, was dazu passt. Und das ist Nummer 1 von den einzelnen, ne? Nummer 2 von den einzelnen in Flieder Vanille. Nummer 2. Nummer 3. So, das ist jetzt alles 100% Merino, ne? Und Nummer 4. Alle mit 425 Meter, 100% Merino, 18,50 €. Und hier haben wir noch einmal eine Sockengarnbasis, ein einzelnes Teil für 16,50 €. Ja, das waren die handgefärbten Garne. So, dann komme ich jetzt zu den beiden Sachen, die ich zeigen wollte, wo mich die Kundinnen drum gebeten haben. Und zwar, die eine Kundin hat gesagt, zeig mir doch bitte noch mal das Lavian Rose, was ich fertig habe. So, das ist der Charles Lavian Rose. Es ist so, ich habe ihn genau nach Anleitung gestrickt und es hat mir nicht gefallen. Es ist mir zu schmal. Ich mag das, wenn das breiter ist. Deswegen stricke ich den ja gerade noch mal, ne? So, und so sieht das Schätzchen aus, wenn es fertig ist. Na, das möchte ich der Kundin jetzt zeigen, weil sie darum gebeten hat. Also, dass sich das mal richtig anzugucken. Ja, also, das sind die einzelnen Muster. Ich weiß nicht, ob man das ganz genau sehen kann jetzt, aber dann hat sie eine ungefähre Vorstellung, wie der Schal zum Schluss dann aussieht. Ja, das ist also der Lavier in Rose. Und eine Kundin hat gebeten, deswegen ist der Kleiderbügel leer. Ich sollte doch mal das Spotlight zeigen. Und zwar habe ich hier das Spotlight-Tuch aus dem Buch Tücher stricken für jede Jahreszeit. Ist das. Ne? Das ist ja auch, das ist, hat auch wunderbar, also es ist, macht richtig Spaß, das zu stricken. Es hat mir richtig Freude gemacht. Ja, so, dann habe ich aber erstmal die schönen Teile gezeigt. So, jetzt habe ich dieses Buch nicht. Deswegen mache ich mal eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Es geht also um dieses Garn. Das ist die Punto 27 und zwar geht es da um das Garn Linello von Langjans und um diese tollen, tollen Tücher und Schals und Pullover gehäkelt, gestrickt. Also es ist hier ganz viel, mal die nächste Farbe, die bei mir so gut es geht ausverkauft ist. Ernsthaft. Ich habe die gekriegt, die Leute, ich habe die noch nicht ausgepackt gehabt. Ich habe die Leute da, die guckten da drauf und schon war es weg. Ne? Also ich habe noch 4 Knäuel. Aber nichtsdestotrotz, aus 4 Knäuel kriegt man noch ein tolles Tuch. So, da haben wir richtig schöne Sachen drin. Jetzt guckt euch dieses Tuch an. Also, Klassenbest. Also in allen Farben haben sie hier diese Tücher abgebildet, in allen Farben, die es gibt. Ich habe noch nicht alle Farben bekommen.
Es fehlen mir noch zwei, ich glaube zwei Farben. Und die eine ist schon wieder so gut wie weg. Und deshalb müsste es schnell sein. Weil ich habe mich entschlossen, da ja ab Montag wieder mal es zu ist, bestelle ich jetzt noch nichts nach. Mache ich nicht. Man weiß nicht, wie es weitergeht, wann wir jemals aus diesem Ganzen rauskommen. Und deswegen, nein, bestelle ich nicht. Ich bestelle erst wieder, wenn ich weiß, dass ich meinen Laden wieder öffnen kann. Entweder für Click and Meet, also oder komplett. Und vorher muss gekauft werden, was da ist. Wie soll ich das sein? Sonst schaffe ich es auch nicht. Ne? Also wirklich. So. Langlinello, die Farbnummer 52. Es sind 100 Gramm mit 280 Meter Lauflänge, 40% Leinen, 32% Baumwolle und 28% Viskose. Und du brauchst für dieses Tuch, lasst mich mal gerade gucken. Ja, wartet, wartet, wartet. Das Dreieckstuch. Ihr braucht drei Knäuel. Ihr braucht drei Knäuel davon für dieses schöne Dreieckstuch. Also wie gesagt, die gestrickt wird es mit 3,5 bis 4, die Farbe 52. Und das ist die Farbe, die so, also vier Knäuel habe ich noch, alles andere ist weg. So, dann habe ich noch 54, Farbe Nummer 54, ist auch schön. Eine richtig tolle Sommerfarbe. Und ich habe noch die Farbe 10. Das ist ein Blau, was aber in Flieder und Rosa und alles noch rein. Das ist also ein Farbverlauf, ne? Das Garn fühlt sich toll an, so wie sich Leinengarn anfühlt, aber viel weicher. Das kommt, die Baumwolle und das Viskose macht das aus. Weil Leinen ist ja sonst immer so ein bisschen grob. Aber dies hier ist wirklich, es fühlt sich richtig gut an. Natürlich ist die Leinenstruktur da und du fühlst es auch, dass es Leinen ist. Aber es ist so, so ein Kühle. Ich finde das toll. Also richtig schick. 100 Gramm, 11,95 €. Ja, so. Und dann habe ich noch ein Garn. Und zwar heißt das Portofino Lana Gatto. Portofino kostet 4,95 € und hat eine Lauflänge von 150 Metern. Fünfunddreißig. Wollte gerade sagen, wo steht es? Guck mal hier, auch so ein Farbverlaufsgarn. Und es ist mal ein bisschen glänzend, mal stumpf. Also so dieses, was da so hier. Das ist einfach ein bisschen stumpf und guck mal hier und da glänzt es so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also das Garn ist toll. Es ist auch kein Bändchengarn. Erst habe ich gedacht, das wäre Bändchengarn, ist es aber nicht. Es ist ganz normales Garn. Ich habe gedacht, weil das so ein bisschen, aber das macht die Struktur des Garnes. Es ist ganz normales, es ist kein Bändchen. So, 32,35 € ist dieses hier. Die Zusammensetzung. 70% Baumwolle, 20% Viskose und 10% Leinen. Gestrickt wird es mit Nadel Nummer 4. Ja, und es kostet 4,95 €. Dann habe ich das ganze Schätzchen nochmal in 92,33 €. Das ist so ein bisschen Bonbon, ne? Hier. Lila und Aprikot und Rosa. Dann haben wir hier die 92,34 €. Orange, Rosa, Mintgrün. Es knallt, ne? Ah, schick. Jetzt stellt euch mal wieder eine weiße Hose dazu. Sehr, sehr schön. So, und die 92,37 €. Jetzt muss ich mal gerade Pause machen. So, da bin ich wieder. Also ich stelle immer wieder fest, ich habe einfach zu wenig Wolle in diesem Laden. Ich habe einfach zu wenig Auswahl.
Geht echt nicht, ne? Müssen wir auch dran arbeiten. Ja, echt, wenn ich mich so umgucke, es hat recht, ist viel zu wenig Auswahl. Ja. Ah, zu voll schlecht. So, wir haben hier 92,37. Kinder, das ist auch noch ein Grund. Ich brauche wirklich mal richtig Ruhe. Da haben wir es in Orange, Beige und Flieder. Finde ich auch schick. Das Schöne. So tolle Tops daraus. Ich will mal, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier irgendwas liegen habe, wo man was zeigen kann. Und hier in Blau, in Beige, Blau, so ein sieht gut aus. 92,38. Passt zu meinem Ring, seht ihr das? Und 92,36. Ja, das ist jetzt nicht. Obwohl das auch sehr hübsch aussieht, ist es nicht mein Geschmack. Aber jeder andere will. Oh, toll! Ja. So, 4,95 für die Lana Gatto Portofino. Das war's. Das war es an der Wollvorstellung. Mehr gibt es nicht. Das war ja auch schon erstmal mein Gelaber von vorhin, vom Anfang. Jetzt die Wollvorstellung haben wir schon 36 Minuten verballert. Und ich bin am Stricken angelangt und zwar wieder bei der bunten Farbe und mein Heuschnupfen. Ich habe immer wieder, vor allen Dingen, wenn die Sonne so reinscheint oder so, kriege ich's Niesen. Echt? Ja. Heuschnupfen ist was Widerliches. Dann Tränen einem die Augen. Dann bist du immer mit der Nase am Hochziehen. Also wirklich, ne? Echt jetzt? Na, ach, fürchterlich. Nun gut, also, ihr Lieben, wir stricken ja das Frühlingstuch. Viele sind schon fertig. Ich nicht. Ich nicht. Nein. Heute soll es 15 Grad werden. Oh, guck mal, ja, so weit bin ich aber auch schon, ne? Also komm. Also ich, ne, komme auch weiter. Nun gut, Adele, was ist denn bei Adele passiert letzte Woche? Habe ich denn da jetzt heute Morgen schon mal nachgehört, womit ich aufgehört habe? Nö. Ich weiß, dass ich euch von Rosi und ihrem Tumor erzählt habe. Und Rosi ist. Es ist der Entlassungstag. Sie wird aus dem Krankenhaus entlassen. Sie will nicht in die Reha. Sie hat das strikt abgelehnt, nicht in die Reha. Sie will nach Hause zu ihr, in ihre Umgebung, zu ihren Frauen. Und die Frauen haben sie dann überredet, mit den Ärzten zusammen in eine ambulante Reha zu gehen. Das heißt also, der Murat fährt sie morgens in die Reha. Und die Adele holt sie nach Feierabend, also nachdem die Reha beendet ist, meistens nachmittags um 4, 5, holt sie da die Rosi wieder zurück. Dann muss sie in die Chemo und da hat sich, alle Frauen haben gesagt, also der dann da ist, der fährt dich in die Chemo und bleibt bei dir und wir fahren wieder zurück. Gut, obwohl das Krankenhaus gesagt hatte, also die ersten zwei Mal muss sie die Chemo in der Klinik machen, damit die sehen, wie sie es verträgt und alles gut. Also nicht ambulant in der Klinik, sondern da bleiben. Naja, gut, die Frauen haben also in langen Gesprächen und alles gesagt, also wir werden niemals eine unserer Frauen im Stich lassen. Sie kommt weder in ein Heim noch, wie die Kinder dann sagten, von wegen in eine Pflegeeinrichtung während ihrer Genesungszeit. Und sie wussten ja auch gar nicht, ob es wieder so wird wie früher, weil sie sitzt jetzt im Rollstuhl, weil sie auf der einen Seite ihre Hand und ihre Beine nicht mehr richtig bewegen kann.
Aber laut Ärzte soll sich das alles mit der Zeit wieder geben, weil das Gehirn sich andere Regionen wohl sucht. Aber dass sie wieder genau so laufen und ihren Arm bewegen kann, wie sie es gewohnt ist, das bezweifeln die Ärzte. Aber sie wird trotzdem also wieder eine gewisse Selbstständigkeit erlangen können, laut. Und da sind die Frauen sich absolut einig, da wird alles für getan und wir karren die überall hin, wo sie hin muss. Und nur Rosi fällt das sehr, sehr schwer, ne? Sich dann so etwas hilflos sich in die Hände der Frauen jetzt zu begeben, weil sie noch nichts alleine kann. Also die Frauen haben in der Zeit, wo sie im Krankenhaus waren, alles in ihrem Zimmer fertig gemacht. Adela war heilfroh, dass sie die Badezimmer schon so gemacht haben, dass die Dusche zum Beispiel ebenerdig war. Das haben sie damals bei dem Umbau gleich gemacht, weil sie wusste ja, wir werden alle alt, ne? Wir sind schon alt und wir werden immer älter. Und das Einzige, was sie noch holen mussten von der Krankenkasse, das war ein Lift für die Badewanne und einen Sitz für die Toilette. Also und dann so ein Griff, wo man sich dran festhalten kann. Und das hat Adele alles besorgt. Murat hatte alles angebracht. Und auch Paulas Lift nach oben war immer noch angebracht und die Frauen haben auch gesagt, der bleibt da, wer weiß, was noch alles passiert. Und so war es auch für Rosi kein Problem, in ihr Zimmer zu gelangen. Also das war alles schon vorher geregelt. Naja, auf jeden Fall, es ist wirklich ein strahlender, schöner Tag. Im September ist es ja mittlerweile und die ganzen Frauen stehen an der Tür mit einem herzlich willkommen und Gisela hatte wieder gebacken, ja, so wie immer, ne? Und Murat schob Rosi gleich in den Garten, also gleich unter die Bäume und die Tafel war wieder gedeckt. Und ach, Rosi sagt, ich bin so froh, dass ich wieder hier bin und dass alles eigentlich ganz gut gegangen ist, ne? Ja, und ach, die Frauen hatten dann fröhlich auch die kleine Greta, die schon mit dabei auf dem Schoß von also ihrer Mama und ist ja noch sehr klein, ist ja erst ein paar Wochen alt. Und naja, auf jeden Fall verlebten die Frauen eigentlich einen richtig schönen Tag. Ja, und die Zeit, ja, was alles so anfiel während der Sommer, also der Sommer sich so neigte, also die Herbst dann kam, wurde im Garten gearbeitet. Und Gisela hatte viel einzukochen vom Obst, von den Sträuchern, von den Bäumen. Und es war eine fröhliche Stimmung. Der Laden lief und Nick, die besten Färbungen, also, bekam immer mehr Zuspruch. Aus anderen Ländern kaufte man seine gefärbte Wolle und alles war wirklich ganz, ganz hervorragend. Die Frauen waren glücklich und zufrieden. Also es war also auch immer geregelt, also es war dann schon die erste oder zweite Chemo, die Rosi auch ganz gut weggesteckt hat mit natürlich mit den Medikamenten gegen Übelkeit und gegen alle dies, aber sie steckte das eigentlich ganz gut weg. Ja, bis dann der nächste Scan war von ihrem Körper, so ein paar Monate später schon, also es war schon früh Winter, es ging auf Weihnachten zu und Rosi musste wieder zu ihrem Ganzkörper scannen, um zu gucken, was ist im Kopf oder ist dann noch irgendwo anders Metastasen. Und ja, und dann kam dann die schlimme Nachricht von wegen, dass sie leider schon Metastasen hatte im Körper und ach, und dann war wieder alles wie beim Anfang. Die Frauen am Weinen und Rosi am Weinen und aber die Ärzte hatten immer noch Zuversicht und hatten immer noch gesagt, also das kriegen wir noch in Griff und vielleicht
durch die etwas stärkere Chemo jetzt. Es versucht jetzt schon wieder die ganze Zeit jemand anzurufen. Durch die verstärkte Chemo jetzt können sie auch in Remission gehen. Das weiß man alles nicht. Ne? Also bei ihr hatten sich dann Metastasen in der Lunge gebildet. Und man musste abwarten und schauen, wie es geht. Die Stimmung war natürlich gedrückt und es war jetzt Oktober, Ende Oktober, Anfang November und dann sollte auch so langsam wieder die Weihnachtsstimmung. Die Kleine konnte schon sitzen, also es war schon, ach ja, ne, es war schon irgendwie ein bisschen blöd, das Ganze. Ja, und für Rosi auch nicht einfach und auch für die Frauen nicht. Aber irgendwie hatte Rosi immer so dieses, diese Stimmung, die sie immer, natürlich war sie zu Anfang der Diagnose und so immer so super traurig und ängstlich und alles. Aber das legte sich bei Rosi immer ganz schnell und sie wurde wieder fröhlich und die Frauen lachten und sie zog das mit, dass man da gar nicht so oft drüber nachgedacht hat. Und das war so eine Art von Rosi, dass sie das alles ja nicht, ja doch verdrängen konnte und trotzdem fröhlich war und all dies. Und ich denke, dass diese positive Einstellung ihr auch das Leben gerettet hat. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, also es wurde gebastelt, es wurde schon mal richtig schön erstmal fürs Laternenfest, für die Kindergartenkinder, wo sie dann immer so Laternen gebastelt haben und haben die dann zum Kindergarten gebracht und mit allen möglichen Sachen, Sockenstricken für Obdachlose. Also das wurde dann im Winter immer bei den Frauen, was heißt, die strickten ja eigentlich schon das ganze Jahr über, Mützen, Schal und Socken für Obdachlose. Und dann kam das immer in einen großen Karton in die Ecke, wenn was fertig war. Was dafür gedacht war, wurde das dann im Laden hinten in diesen Karton gelegt. Und kurz vor Weihnachten fuhren dann die Frauen in die Pfarrgemeinde und brachten dann dem Pfarrer die Socken und die Mützen und Handschuhe und Schal und vor allen Dingen, und die Hälfte davon ging auch noch an die Mission Schifffahrts für die Matrosen von Übersee, die dann nach Hamburg kamen und die freuten sich über eine warme Mütze, wenn sie dann aus den Ländern kamen, ja, und alle solche Sachen. Also das haben die Frauen ganz gut aufgeteilt, die Bahnhofsmissionen, die Pfarrei und dann auch noch der Hafen. Alle kriegten in der Weihnachtszeit, also vor der Weihnachtszeit, dann ihren Anteil an den gestrickten Sachen für die Bedürftigen. Ja, das war auch, und Rosi war immer mittendrin und hat sich nie was anmerken lassen und war immer gut drauf. Und nun ja, also das ist ja jetzt erstmal Rosis Geschichte, wie es dann um Weihnachten geht mit den anderen, das erzähle ich das andere Mal. Aber es war tatsächlich so, dass die Rosi, als sie dann im Frühjahr des darauffolgenden Jahres mal wieder nach 6 Mal Chemo mal wieder zu einem Ganzkörperscan war, sie tatsächlich in Remission war. Also sie war tatsächlich, war der Tumor, also der Gehirntumor war ja operiert, aber die Metastasen in der Lunge waren so klein geworden, dass sie so gut wie weg waren. Und das war, dann die Ärzte haben auch immer gesagt, das ist ihre positive Einstellung zum Leben, ihre Freude daran und sie hat sich nicht in die Ecke gesetzt und hat, sondern die Frauen haben sie natürlich auch alle immer mitgerissen. Sie hatte immer was um die Ohren. Sie hat sich liebevoll um das Baby gekümmert, wenn Paula weg musste. Und die Frauen haben ihr diese Aufgaben immer gerne übertragen, weil sie wussten, dass Rosi dann nicht in so einem Loch sitzt, sondern ihre Krankheit vergisst. Und ja,
Also das war schon bemerkenswert, wie sie hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Also sie hat es tatsächlich geschafft. Ja, eine etwas kürzere Adele-Geschichte über Rosi und wie das so mit ihrer Krankheit ausgegangen ist. Nächste Woche gibt es ja keins, aber übernächste Woche lasse ich mir meine Geschichte rund um einer der anderen Frauen einfallen. Und ich freue mich schon darauf, dass ich jetzt in den 10 Tagen, wo ich mir frei, also Urlaub, die 10 Tage Urlaub, die ich mir gönne, fleißig an Adele weiter schreiben kann. Das macht mir so einen Spaß, dass, wie gesagt, diese Geschichte einfach noch auszuschmücken und richtig eine tolle Geschichte draus zu machen. Also das ist schon, das macht schon Spaß. Naja, gut. Okay, wenn wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, das ist schon fast eine Stunde, und ich wollte euch ja noch erzählen, wie es mit mir und dem Stricken. Das hatte eine Zuschauerin gefragt und das Thema greife ich natürlich auch gerne auf. Ich werde mich auch bemühen, jetzt in den 10 Tagen wenigstens Fragen in den Kommentaren zu beantworten, Herzchen zu vergeben. Sorry, wenn es bisher noch nicht passiert ist. Manchmal lese ich einfach gar nicht, sondern das erscheint ja auf dem Handy und dann lese ich so die ersten, manchmal erscheint das komplett, ohne dass ich dann in die Kommentare unbedingt reingehen muss. Und dann greife ich das auf. Aber ich habe dann leider noch keine Zeit gehabt zu antworten oder Herzchen zu vergeben. Ich werde mich bessern. Und ich werde das jetzt in den 10 Tagen Urlaub, werde ich das auf jeden Fall machen. So, und ja, wie bin ich denn dazu gekommen zum Stricken? Ja, die Geschichte übers Stricken für meinen Namen, das wisst ihr ja schon. Und wie gesagt, in der Schule bin ich damit angefangen. Aber dann habe ich auch, was heißt, in der Schule habe ich diese Grundkenntnisse des Strickens irgendwo, rechte Maschen, linke Maschen. Und dann halt nichts anderes, ne? Einen Schal gestrickt. Ja, und oder Topflappen gehäkelt. Und das waren so, das war so das, was man in der Schule ja gemacht hat. Hat mir Spaß gemacht. Muss ich gar nicht. Das war, damals hat es mir schon Spaß gemacht. Aber dann ist man ist ein Kind und man hat dann nicht so dieses, man hat noch andere Dinge im Kopf, ne? Vor allen Dingen, wenn man dann Teenager wird oder als junge Erwachsene oder so dann. So, und dann kamen dann die Kinder. Also, was heißt die Kinder? Meine Tochter geboren und dann habe ich dann das ein oder andere Mal eine Babydecke gestrickt oder aber auch noch nicht so viel. Und meine Tochter war 3 Jahre alt, als ich, das hatte ich ja auch in einem der Videos schon erzählt, ja, einen schweren Verkehrsunfall hatte und 3 Jahre im Rollstuhl saß daraufhin. Und in dieser Zeit hatte mir der Therapeut immer gesagt, weißt du, Moni, du musst dir ein Hobby suchen und mal doch mal. Und ich, malen? Ich kann nicht malen, nee, finde ich doof. Und meine Mama sagte dann immer, komm mal, häkel doch so Deckchen. Also diese Filet-Häkeldeckchen. Ha. Na gut, habe ich das dann gemacht, habe das dann ausgeschmückt mit Spitze dran genäht und Dings, also dass das immer so ein bisschen peppig und ein bisschen modern aussah. Naja, aber dann habe ich irgendwann, hatte ich da keine Lust mehr zu und habe gedacht, ach komm, ich. Wie gesagt, stricken konnte ich nur rechte und linke Maschen. Mehr konnte ich nicht. Ne? Also ich konnte eine Decke oder mal einen Pullover, den man einfach geradeaus und dann einfach irgendwie zusammennähte. Das kriegte ich dann auch noch irgendwie hin. Aber alles andere, nö, das kann ich nicht. Ne? Da hatte ich mich dann auch noch nicht so beschäftigt. Ja, und dann habe ich 1986 mein erstes Geschäft eröffnet. Und ich hatte mir, also ich hatte zu der damaligen Zeit keinen Bock zum Häkeln, Stricken oder sonst irgendwas,
sondern ich habe ganz fürchterlich viel gestickt. Ganz viele Wandbehänge, Bilder, amerikanische Vorlagen, dänische Vorlagen. Also das war so mein Hobby damals. In den Jahren habe ich das immer ganz gerne gemacht. Und als ich den Laden eröffnete, habe ich auch so alles zum Sticken im Laden gehabt. Ich habe zwar Mode verkauft, ich hatte ein, ganz zu Anfang bin ich angefangen, 96, in einem Ortsteil hier von uns in Sundern. Und habe dort in der Siedlungsstraße mit einer Freundin zusammen einen Secondhand-Laden eröffnet. Und für ein Jahr. Und nach einem Jahr bin ich mit dem Ganzen auf den Rathausplatz bei uns gezogen. Da hatte ich einen kleinen 45 Quadratmeter Laden und habe dort Secondhand-Mode verkauft und meine Sticksachen habe ich ja immer, das ist ja Neuware gewesen. Und ich hatte Porzellanpuppen. Ich habe Porzellanpuppen geliebt. Oder auch aus Silikon, so diese echten, die sahen also immer aus wie echt. Und das habe ich ganz lange gemacht. Also ich muss lügen, wie viele Jahre. Also ich glaube, ich war 10 Jahre, war ich glaube ich da in diesem Laden auf dem Standort. Und dann bin ich runtergezogen an den Minipreis. Da war der Minipreis noch und unten waren noch so, am Parkplatz waren noch Geschäfte, neben mir die Post. Und da bin ich dann hingezogen, da hatte ich dann schon 60 Quadratmeter. Und da habe ich dann noch Sockenwolle mit ins Geschäft reingetan und habe den Secondhand-Laden geteilt. Ich habe keine Puppen mehr verkauft, sondern ich hatte eine kleine kreative Ecke. Da habe ich dann selbstgenähte Taschen verkauft. Ich habe Stick Sachen verkauft, Sockenwolle verkauft und natürlich meine Mode. Und die Mode hatte ich auch schon geteilt in neue Mode und gebrauchte Sachen. So. Und da habe ich dann nochmal, ja, ich glaube, es war nochmal 5 Jahre bestimmt, habe ich dann da in diesem Laden, bin ich da gewesen und da habe ich dann schon so langsam mit dem Sticken aufgehört und habe mir gedacht, oh, das Stricken irgendwie. Und dann habe ich mir Anleitungshefte gekauft und dann habe ich gestrickt. Und ich hatte damals meine Tante, die hatte mir in jungen Jahren gezeigt, wie man abnimmt und wie man Dings. Aber das hatte ich aber auch, aber das ist wie Fahrradfahren. Also das hatte ich zwar vergessen, wie es geht, mich nicht weiter darum gekümmert, aber dann konnte ich das wieder so ein bisschen abrufen. Ich habe mir das Handy genommen und habe also gar keine YouTube-Videos, ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab. Auf jeden Fall habe ich mir das dann nachgelesen, habe mir dann so ein Heft, so ein Buch gekauft, Stricken lernen. Und dann habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen zu stricken. Ich habe es einfach getan und bin immer diesen Anleitungen genau Schritt für Schritt gefolgt und es war okay, es war toll. So, und dann bin ich von da in einen größeren Laden oben am Rathausplatz, in so einen schönen großen Eckladen gezogen. Und da hatte ich zwei Räume, einmal vorne die Mode und hinten hatte ich einen Kreativladen. Das heißt also, ich habe damals überall standen Regale, Holzregale. Und ich habe die vermietet an kreative Menschen, die dann ihre kreativen Sachen in diese Fächer für einen Monat stellen konnten. Und ich selber natürlich auch, ich habe dann da auch alles mögliche kreative Sachen verkauft. Der Raum war wunderschön, vielleicht finde ich noch ein Foto irgendwo, dann stelle ich das mal in die Community. Und dann bin ich im Dezember eingezogen und dann habe ich gleich von Anfang an gesagt, ich habe gar keine Lust mehr auf Mode. Überhaupt nicht. Ich möchte gerne ich habe mich fast den ganzen Tag in diesem Kreativraum aufgehalten, anstatt vorne in der Boutique. Und dann habe ich mich entschlossen, nein, du machst jetzt daraus einen Handarbeitsladen. Und so ist im Mai 2013 habe ich meinen ersten habe ich den Laden eröffnet und bin dann da gewesen bis 2017. August 2017 bin ich hier in diesen schönen großen Laden bei Tula gezogen.
Und habe mich also von 55, 60 Quadratmeter waren es oder 65 sogar auf 100 und wenn ich den Nebenraum nehme, auf 150 Quadratmeter vergrößert. Und in der ganzen Zeit habe ich immer mir das eigentlich alles selber, ich habe es ausprobiert. Ich werde nie vergessen, wo ich zu meiner Mama sagte, du Mutti, ich werde die Boutique aufgeben und ich werde einen Handarbeitsladen eröffnen mit Wolle. Sagt sie zu mir, du kannst überhaupt nicht stricken. Ich sage, Mutti, natürlich kann ich stricken. Ja, zeig mal, sagt sie. Dann strick du mal eine Mütze, ein paar Handschuhe, einen Schal, einen Pullover, eine Strickjacke und ein paar Socken. Und dann kommst du, zeigst mir das und dann kannst du deinen Laden eröffnen. Nicht ganz so, aber so in der Art hat sie dann, ne? Ja, dann habe ich gedacht, sie hat recht. Ne? Du musst ja erstmal, du kannst ja nicht einen Handarbeitsladen eröffnen mit Wolle und alles und kannst den Leuten nicht zeigen, wie es geht. Ergo habe ich mich hingesetzt und habe alles gestrickt. Mehr recht als schlecht. Meine ersten Socken waren eine Katastrophe. Die hat mein Mann dann gekriegt, ne, ist ja klar. Es war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie lange die gehalten haben, vielleicht 14 Tage oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war eine Katastrophe. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe mich da richtig beibegeben und heute kann ich euch alles stricken, was ihr möchtet. Also das, ja, das ist so, ne? Dann kommen auch viele und sagen, kannst du mir mal das und das stricken oder so. Da habe ich überhaupt gar keine Zeit für, ne? Erstmal stricke ich nicht gerne für andere Leute. Ich stricke schon gerne Geschenke. Wenn ich jemandem eine Freude machen möchte, dann habe ich da richtig Spaß dran, weil ich weiß, wie derjenige sich darüber freut. Dann macht mir das Spaß. Aber wenn mir jetzt jemand hier hinkäme und sagen würde, strickst du mir mal den und den Pullover, oh, das wäre so ein Muss, ne? Da habe ich keinen, das ist auch nicht meine Welt. Ja, aber so ist das mit meinem Laden gekommen, ne? Man hat immer irgendwas zu fummeln. Und stricken, das ist halt, ne, so mein absolutes Hobby. Ja. Jetzt kommt noch das Bücherschreiben damit zu. Da bin ich ja wohl ausgelastet, ne? Da werde ich ja, wenn ich noch 20 Jahre lebe, werde ich da ja wohl noch mit verbringen können, hoffe ich. Man weiß es nicht, man hofft es. Ja, das war eigentlich so alles, was ich euch heute mitteilen oder was wir heute so besprochen haben. Mir fällt nichts mehr ein, wa? Es ist irgendwie alles jetzt, guck mal, und wir sind schon über eine Stunde, haben wir geschafft. Gut, ne? Ja, ich komme auch nicht dazu, andere Podcaster zu gucken. Und das tut mir so fürchterlich leid. Ich habe gesehen, Heike hat hochgeladen, Iris hat hochgeladen. Oh. Komm ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Und auch das werde ich in den 10 Tagen genießen. Ist wirklich wahr. Ich werde das echt genießen, dass ich alles das mal so machen kann. Mir die Podcasts anhören, stricken, Adele schreiben. Und ja, mein neues Zimmer. Habe ich euch das gesagt mit dem Regal? Ja. Und guck mal, und jetzt musste ja, mir fehlt noch ein. Ich wollte mir so einen Cocktailsessel kaufen, am liebsten natürlich in rosa. Und dann fehlt mir noch ein kleiner Tisch. Ich brauche aber nur so einen kleinen Beistelltisch, wisst ihr? Den ich. Wenn ich im Sessel sitze, dass ich den vor mir habe, dass ich ein Glas abstellen kann oder so und dass ich den vielleicht abends mit, wenn ich dann mal aus dem Schlafzimmer wegen Schnarchen flüchte, dass ich dann auch so ein kleines Nachtschränkchen habe oder Tischchen habe, wo ich dann auch was ablegen kann. Also das möchte ich mir gerne kaufen. Ich brauche noch 3 Kopfkissen und ich. Das Regal fehlt ja jetzt noch. Und normalerweise wäre das so, wenn wir nachher Feierabend hätten oder morgen, dann würden wir uns ins Auto setzen, in ein Möbelhaus fahren, in ein oder zwei Möbelhäuser fahren und würden uns diese Möbel kaufen, einpacken und nach Hause fahren. Ist nicht möglich. Und das ist das, was mich so.
Also wenn ich jetzt, ich schaffe das ja nicht, ne? Ich bin ja nun auch, ich schaffe, entweder wenn ich jetzt nachmittags in ein Geschäft fahren möchte, mir also einen Termin holen möchte, dann ist mein Mann am Arbeiten. So, dann kann ich nicht, weil ich ja selber kein Auto. So, ergo muss ich warten bis zum Wochenende. So, jetzt kann ich das jetzt entscheiden, weil ab Montag ist ja wieder alles vorbei. Jetzt kann ich entscheiden, hole ich mir jetzt fürs Möbelhaus, das werden wir jetzt tun, am Samstag einen Termin, damit ich wenigstens noch was kriege, oder hole ich mir einen Termin in einem Mieterwarengeschäft, weil ich brauche ganz, ganz dringend, muss ich in ein Mieterwarengeschäft, weil, hallo? So junge Dinger können mal gerade ins Kick oder im Marktkauf sich was holen. Also unser eins geht dann in ein Mieterwarengeschäft, ja? Da muss ich mir also auch einen Termin holen. Und ich möchte in einem Mieterwarengeschäft nicht Click und Collect machen. Also ich muss schon mich beraten lassen und es muss schon anprobiert werden und. Das funktioniert sonst nicht. Kann ich ab Montag aber nicht mehr. So, Möbel aussuchen kann ich auch nicht bei Click und Collect. Weil anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Sessel in Rosa, den will ich erst sehen, bevor ich den. Oder mich mal draufsetzen, ob mir das überhaupt passt, ob ich da überhaupt irgendwie so. Ach, Kinners, das geht mir alles so auf die Nerven. Ist wirklich wahr. Also, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, man darf dieses Ganze ja nicht runterspielen. Das ist auch nicht das, was ich damit sagen will. Aber es muss doch um Himmels Willen so langsam mal verhältnismäßig werden. Sonst wird das nichts mehr. Ja? Ich könnte jetzt noch was sagen, was mein Großvater immer zu mir gesagt hat, als ich noch ein kleines Kind war. Ich sage die Namen der nicht, aber ich hatte euch ja schon in vorherigen Videos mal erzählt, dass mein Opa gerne so Bundestagsdebatten geguckt hat im Fernsehen oder gehört hat im Radio. Und ich als kleiner Stöpsel, so 6, 7 Jahre alt, war immer gerne damit bei, weil der Opa sich so gerne so aufregen konnte, ne? Und der hatte mal zu mir, weil ich Kind, fragte dann: Opa, was ist das denn? Ja, das ist Politik. Ach so. Und was sind das für Leute? Ja, das sind Leute von der und der Partei. Und das sind Leute von der und der Partei. Und dann gibt es noch diese und dann gibt es noch diese. Und diese, die darfst du gar nicht, die sind ganz böse. Die anderen, na ja, oh, aber dann gibt es noch die, die fahren den Karren immer in den Dreck. Und dann kommen die und die ziehen den wieder raus. Nur heutzutage gibt es, ziehen sie beide den Karren in den Dreck. Und keiner ist mehr da, der ihn wieder rausholt. Ja, ich möchte keine Namen nennen, ne? Aber so ist, so wie er das gesagt hat, überlegt euch mal. Ich war 7 Jahre alt, das ist 53 Jahre her. Ah, mein Opa ist schon. Ja, warte mal, ich war 13. Dann ist der ja schon 47 Jahre nicht mehr auf der Welt. Ja, und trotzdem hat er recht behalten. Es ist tatsächlich so. Naja, was soll's, ne? Wir sind wieder an diesem Thema angelangt. Das wollte ich gar nicht. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende, ein wunderschönes Osterfest. Nehmt euch Zeit. Ich hoffe, dass wir das Wetter richtig schön haben. Ich werde die Terrasse. Mein Mann sagt, ich mache die Terrasse schön sauber. Und wenn es wirklich 15, 16 Grad sind und wir haben ja die Sonne immer da knallen, dann setzen wir uns nach draußen zum Kaffee trinken. Das glaubt ihr doch wohl, ne? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Osterfest mit viel Zeit für euch. Nehmt euch ruhig die Zeit. Es ist jetzt im Moment diese Auszeit. Das kann man auch genießen. Und bleibt gesund, haltet euch fern. Und ja, mehr kann, es ist ja immer die gleiche Gebetsmühle, dass man weiß ja selber, was man zu tun und zu lassen hat. Ne? So, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Osterfest. Und wir werden uns wiedersehen am Dienstag nach Ostern.
Also die 10 Tage, die 3 Videos, die werden nicht erscheinen. Die 10 Tage nehme ich mir. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Oh, und Vorfreude ist ja auch nicht schlecht, ne? Dann könnt ihr euch darauf freuen. Und vielleicht habe ich dann auch schon ein bisschen mehr Lust, wieder was zu machen, was das Stricken angeht. Vielleicht habe ich dann auch das ein oder andere fertig, man weiß es nicht. Wir schauen mal. Ich wünsche euch alles, alles erdenklich Liebe. Bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für eure Kommentare über eure von Abos, E-Mails, Telefonanrufe. Alles wunderbar. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der hier bei mir ist, der mit mir hier eine Stunde mal verbringt. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch, dass ihr mich so unterstützt, was das Geschäft angeht. Und ich färbe so gerne für euch. Tula und ich, wir sitzen hier manchmal. Was mögen die Leute wohl? Ob die Leute das so mögen? Und ja, das ist, ihr seid immer in Gedanken dann dabei. Jo, so, ne? Das war's erstmal. Wir sehen uns. Alles klar. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.